Wuff. Jo, mal wieder selber malen. Ich war gestern auf einer Jam gewesen, hab da nur gefilmt, hab den ganzen Tag in der Sonne gestanden. Ich bin relativ fertig. Aber ich habe heute halt auch noch eine Aktion zugesagt. Ja, muss ich jetzt erstmal ein paar Dosen raussuchen. Dann fahre ich los, dann treffe ich mich mit einem Kollegen und dann fahren wir gemeinsam mit dem Auto zu der Stelle. Ja, ich suche jetzt erstmal ein paar Farben raus. Und wenn ich damit fertig bin, dann gucken wir uns das nochmal kurz an und dann, ja. So, das ist so die erste Auswahl. Also der Bereich von Gelb, Orange, Rosa, Lila Töne, das ist so Fill-in. Grün und Braun, so Background. Eins davon hier von den Outline-Farben. Das sind so alles so ziemlich graue Töne. Ja, eins ist eine Nuance heller als das hier. Ich kann jetzt so schlecht entscheiden, welche Farbe am optimalsten ist. Deswegen nehme ich jetzt ein paar mit. Da habe ich halt Weiß dabei. Bisschen was gräulich, also hier ist Weiß. Bisschen was gräulicheres. Ja. Ich glaube, so sieht das schon mal ganz gut aus. Nehmen wir mal mit. Ja, jetzt noch Caps und die ganze Technik einpacken und dann kann es auch schon losgehen. Sagt man, ich mein Kaffee. Ja, der ist noch ein bisschen heiß. Gut, machen wir uns mal frisch, wa? Der Tag hat noch nicht mal begonnen und ich habe schon so eine Krawatte. So eine Krawatte. Öffentliche Verkehrsmittel, der größte Schmutz überhaupt. Auf den Sonntag denkt sich der Busfahrer, okay, ich komme halt einfach mal 5 Minuten eher und scheiß auf die Fahrgäste. Gut, jetzt sitze ich hier. Ich habe jetzt natürlich meinen Anschluss zu meinem Kumpel verpasst. Das heißt, ich werde jetzt alleine zur Hall fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mehr Schmutz als im STC. Junge, meine Hüfte bringt mich um. Oha! Verdammt, da war ein Zug drauf. Scheiße. Das sah auf jeden Fall relativ groß aus. Okay. Gut, dann humpel ich jetzt mal zu Hall. Okay, Bock. Mal die Hose hochgekrempelt wie ein richtiger OG. Auch an der Hall ist es wichtig, auf sein Äußeres zu achten. Deine Füße, die machen die bei Banküberfälle auf und welche ja, auch ich denke mal kurz los, deine mir meinen Spinner da drin, wenn wir noch zu fressen wollen, noch gleich geht. Frühstück oder was? Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Wand hier. Und es sind auch ganz gute Bilder hier. Den einen oder anderen, den kennt man vielleicht. Die Wand ist halt auch super. Ja gut, die Ecke ist jetzt hier nicht so schön. Aber halt so, im Gegensatz zu der Wand von gestern, geht das hier auf jeden Fall noch super klar. Oha. Cha-cha. Cha-cha-cha. Thank you.
Oh nice, eine Couch. Mal ein bisschen chillen. Die Currys sind auch ganz cool, so ein bisschen Mo2-mäßig. Jo. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Von dem Weiß in seine dunkle Farbe reinkippen, dann wird es ein bisschen heller, seine Decke ein bisschen heller. So, es wird jetzt aus hier. Halt, stopp! Halt, vollstrichen. So, sechs Leute. Schön große Wand heute. Nice, ich freue mich. Fangen wir mal an mit Vorreißen. Nicht will ich nicht. Ich will nicht. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das ist das Einzige. Ansonsten kannst du dir austoben. Ja, finde ich sehr schön, das mal als Prozess so festzuhalten. Und dann sag ich wieder zu Baden. So, ich hab bis jetzt den Buchstaben. Die Leute sind schon fast fertig hier. Der Adek, aka Dinsky, Jackie Junior. Wie ist denn dein Name? Crop, Mann. Rob? Crop. Crop? Wie abgeschnitten? C-R-O-P. Nee, mit S am Ende. Wie Cross. Kreuz. Ja. Cross. Cross. Ja, ja. Ja, gut, jetzt mal. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Scheiße. Ja, hier war mal wieder Schmalhans Küchenmeister bei dir, wa? Ja. Ist das alles? Alles Rest kennt, Alter. Oh, Junge. Wenn du was brauchst, sag Bescheid, wa? Ja, ich hab ein richtig fettes Problem, Alter. Ein Fettcap wollte ich fettes Ventil. Ja, komm her. Komm ran, hab ich alles da. Geil, Alter. Mach fertig. Ich hab übrigens gestern den Blog angeschaut. Hast du dir angeguckt? Ja. So, vorgerissen. Und jetzt gibt's erstmal einen kleinen Snack. Amo und Tok schon fast fertig. Ach, das sind sie halt, ne? Die alten Profis. Da sehe ich aus wie Jans Kindlicht. Ah, nimmt doch schon alte Form an. Der Nachwuchs sieht auch ganz süd aus. Und jetzt gibt's erstmal ein bisschen was zu schnabulieren. So, los geht's. Fettcap rosa. Ja, fangen wir einfach mal an, wa? Die deckt ja auch richtig gut hier, die Dose. Noch mal schütteln. Aber manchmal ist es komisch. Eigentlich sind ja so Pastelltöne immer die, die am besten decken. Dann machen wir bis hier noch rosa. Ja, die Sache ist halt, hier überlappt sich das jetzt. Und deswegen will ich da nicht die gleiche Farbe haben, damit das einfach noch ein bisschen besser hervorkommt. Was soll denn passieren, Alter? So, ich bin jetzt immer halt durch. Ja, jetzt ist es natürlich noch ein bisschen eintönig. Einfach nur so ein bisschen gefadet bis jetzt. Ja, und jetzt müssen hier noch ein paar andere Farben rein, auf jeden Fall von der Fläche her. Das ist noch viel zu eintönig. Ja, oh, da oben fehlt noch ein Scheißig. Gut. Ja, also jetzt kommen so ein paar Details rein. Und ich zeig's euch, wenn es fertig ist. Starke Dinge, Alter. Wir freuen uns, dass wir zusammen sind. Genau so.
Aber ich glaube, der ist auch nochmal anders, wenn er so seine drei Tage an dem Arschloch macht. Nein, ich glaube, da kommt sein alter Ego auch nochmal anders raus. Ey. Mit seinem Laden da, da hast du einen Straight. Nee, aber das kennt ihr. Ich kenne ihn ja nur anders. Technisch korrekt, mein Gott, ich fahre nicht mal richtig Fahrrad, Alter. Das ist mir scheißegal. Kommt ihr aus der Szene? Seid ihr aus der Szene hier? Buchstaben okay. Ich bin schwul, Alter. Ich interessiere dich nicht. Ich muss jetzt mal so ein paar Lines machen. Ja, das war nichts. Die Hose bin ich. Dass du Bescheid weißt, wollte ich vorher nur sagen, ja? Wie viel Cola habe ich mal? Ja, cool. So, ich habe jetzt schon ein paar Fill-In-Spiele reingemacht. Jetzt ist das schon ein bisschen besser. Aber jetzt sind jetzt hier schon so die Moves, die über die Fadings gehen. Ja, damit das hier auch ein bisschen nach was aussieht. Jetzt bin ich halt noch überlegen, ob ich mit Rot noch irgendwas mache. Aber ich habe hier noch ein paar Stellen, mit denen ich nicht so zufrieden wie hier, bitte. Und insgesamt ist mir jetzt immer noch zu viel Rosa auf einen Punkt. Deswegen würde ich es ganz gerne ein bisschen brechen hiermit. Aber ich bin so unentschlossen. Bin mir nicht so richtig sicher, wie ich das machen soll. Naja, ihr werdet es herausfinden nach dem nächsten Schnitt. Ich soll nochmal spontan umentschieden. Ich werde jetzt mit dem Grün die Blocks machen. Und dann am Ende, wenn die Outline steht, dann werde ich mit Rot nochmal ein bisschen was machen. Ein paar Punkte oder so. Ich habe natürlich ganz schön schlampiges Fillen gemacht. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ein bisschen genauer nachdenken. Ja, was sagst du bis jetzt? Ja, ist schon okay, geht, ne? Ja, geht, ne? Ja, wir machen jetzt Outline. Kann man vieles besser machen. Tschüss! Hä? Richtig filmen? Du kannst gerne mal meine Hand filmen, ja. Aber von der Seite. Ich von der Seite. Boah, es hat auf jeden Fall noch Druck, Alter. Willst du das jetzt alles gefilmt haben dann? Schon wieder lustig. Ein bisschen reicht halt für den Anfang, weißt du? Aber wie hättest du das gemacht? Mit in der Flosse halten die ganze Zeit? Wäre auch schlecht, oder? Warte, ich hab's gerade nicht verstanden, was? Wäre doch nicht so easy, mit einer Flosse zu halten, beides. Ja, nee, das mache ich immer nur ganz kurz. So, weil ich halt so eine Minute gefilmt habe oder so. Das reicht mir dann schon. Okay, dann machen wir mal ein paar spektakuläre Aufnahmen. Danke, Eva. Kommst du mit in die Credits? Ja, nicht nötig. Mach mal nicht so. Du kannst bei dem Buchverlag anrufen und sagen, dass sie das ändern sollen. Bei wem soll ich anrufen? Bei dem einen Buchverlag, wo sie Decades rausgebracht haben. Dass da noch ein paar Korrekturen angemessen sind, angebracht sind. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
Ja, die Leine ist auf jeden Fall hart verkackt hier. Aber ich verarbeite das gleich so, dass es so aussieht, als ob es so sein sollte. Ja. Oh, ist das schon mal okay? Multitasking-fähig hier, der Junge. Was meinst du? So mit erklären, was? Ja, dass du noch gleichzeitig laberst und so. So, jetzt gab es hier mal einen kleinen Fast-Forward. Outline, Highlight, Background schon angefangen. Also ich habe eine ziemlich dicke Backline. Nee, noch nicht. Ich muss noch jetzt noch eine Line um das Braune rumziehen, dann bin ich fertig. So. Ja, hier kommt jetzt noch mal ein Dunkelrot rum, aber nur hier. Aber auch gespritzelt. Und dann sind wir durch. Ja, ein bisschen Highlight noch. Da fehlt noch ein bisschen was. Gut, bis gleich. Sieht nicht so super aus, finde ich, ne? Sieht nicht so super aus? Nö. Also vom Style her, ne? Also wenn du mal bedenkst, ich kenn dass... Ich kenne auch nicht so, was er so da gemacht hat früher, so großartig. Er hat halt alles mit einer Linie weggedonnert. Ja, man sieht halt so, der hat zwei Linien, wo er nochmal nachgezogen hat. Ja, sonst passt das ansonsten ist er halt mit einmal durchgeschreddert, so. Mhm. Also klar, ist auf jeden Fall geil so, ne? Aber... Also vom Skill-Level und vom Style auch so, hier dieser Pfeil, wie er hier so übelst updanced, so dieses, das K, wie der Move dann so rauskommt, sich so ablegt auf dem Schenkel und dann wieder so den Pfeil rausballert. Also das ist auf jeden Fall, ich find's geil. Genauso die TK-Verbindung. Die ballert auch mies. Ja, ist übernommen, ne? Wenn jetzt ein bisschen Zeit gestrichen ist, dann muss keiner drauf kommen. Ach so, ja, ja klar, dann bald seht das bei mir. Och, geiles Ding. So fillenmäßig hat so ein paar Ähnlichkeiten mit mir so, ne? Also diese eine Linie da gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ja, hier ist meins. Ich habe irgendwie hier bei den gelben Balken, der verliert sich irgendwie so da drinnen. Vielleicht kann man das ja so interpretieren, dass der gelbe Balken da irgendwann das Teil da rausschmeißt. Ich habe da irgendwas beim Vorreißen drin gelassen und habe dann dafür keine Verwendung mehr gehabt. So. Deswegen ist das halt das, was ein bisschen komisch ist. Genauso wie der Schwung im T. Der war eigentlich auch besser, als ich den vorgerissen habe. Aber so kann ich eigentlich nicht meckern. Ja, passt. Für den Fußball kann man nicht meckern. Rinski. Schöne Milka-Farben hier. Ist das hier Dini oder was? Das finde ich irgendwie übelst geil. Das erinnert mich an Don't. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Crew der war. Er hatte auch irgendwie so einen Balken, der komplett einmal durchs Bild durchging. Da hat er ein bisschen bei mir abgemalt, oder was? Spaß. Ich habe bei ihm rüber geschielt, genau. So war es auch. Ich finde ja hier. Die beiden Pfeile sind nice. Geil. Ja, ist noch gut. Aber ey, kannst du nicht meckern. Ja, dann hier von Dings Cross. Du haust rein, ja? Was gut. Hau rein, meiner. Ich bin alleine nach Hause. Macht dir um mich keine Sorgen. Peace out. Ja, krass. Ah, geht auch schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Outlines.
Sind auf jeden Fall echt gut. Style hoch. Da kann man was draus machen. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass das Bild halt so ein bisschen größer ist. Das ist bei ihm auch so leider. Ja, die beiden haben halt leider so ein bisschen klein gemalt. Bei ihm geht's schon. Aber gut, alt und jung vereint an einer Wand. Und Icke mittendrin. Ja, gut. Also ich mache jetzt noch ein paar Fotos. Reicht mir auf jeden Fall für heute. Ich bin fertig mit den Nerven. Bin echt müde. Alle Knochenschmerzen. Also ich habe mich dann doch dazu entschieden, noch mal kurz bei meiner Mutter rumzugehen. Ja, es ist ja Muttertag und ich möchte ja nicht der Frevelei gegenüber meiner Mutter beschuldigt werden. Ja, also bin ich noch mal hier. Sie hat ihr Kind da. Ich habe mein Bier und ihr euer Video. Ja, dann haut drin und Mutter, kannst du mal das Bier aufmachen?